Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News. Donnerstag ist es. Heute Abend fällt im Übrigen der BBG Wissen Talk aus. Da haben wir uns leider ein bisschen verritten in den Terminen und es hat Überschneidungen gegeben. Ja, die Morning News werden ermöglicht durch Texto, Europas führendem Tax Compliance Dienstleister. Und kommen wir auch direkt zu den Texto Facts. Da habe ich unterhalb des Videos einen Artikel verlinkt für all diejenigen, die gerne Dropshipping machen. Ich mag Dropshipping ja nicht, finde ich irgendwie so kein richtiges, echtes Geschäftsmodell, aber es gibt viele, die machen es und auch die stehen gerade im internationalen, internationalen Warenverkehr vor Herausforderungen. Und hierzu hat Textu euch einen Blogeintrag geschrieben. Den Blogeintrag, den Artikel findet ihr unterhalb des Videos verlinkt. Ja, Google Analytics wird zum 1.6.2023 abgeschaltet. Schon jetzt bietet Google eine Umstellung an. Hier wichtig ist zu beachten, dass gerade Historiendaten übernommen werden oder nicht übernommen werden, wenn ihr die Umstellung stark verzögert nach hinten verschiebt, sondern Google rät euch, stellt auf das neue Google Analytics schnell um. Und damit ihr beim Wegfall der Tracking-Daten aus dem aktuellen Analytics ihr bereits eine Historie habt, auf die ihr im Backend zurückgreifen könnt. Gibt eine schöne Anleitung, gibt ein schönes Forum, eine Community-Link dazu auch unterhalb des Videos. Ja, Schiffsstau in Shanghai, damit hat sich gestern das Manager-Magazin beschäftigt und im Artikel einen sehr schönen Twitter-Link gepostet, wo euch dargestellt wird, wie viele Schiffe tatsächlich im Hafen wartend liegen bzw. vor dem Hafen liegen. Und eines dürfen wir nicht vergessen, wenn wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, welche Herausforderungen wir zu Beginn der Pandemie hatten. Achtung, jetzt die Zeit wirkt aufs Weihnachtsgeschäft. Kümmert euch rechtzeitig um alternative Waren, um alternative Lieferanten. Fokussiert euch mal ein klein wenig auf Europa oder aber halt auch auf ja, andere asiatische Möglichkeiten, die nicht unbedingt über Schiff, sondern auch über einen LKW zu erreichen sind. Denn ich meine, wir haben aufgrund des russischen Angriffskrieges auch eine Herausforderung in der neuen Seidenstraße. Das heißt, der Zugverkehr ist auch stark eingeschränkt. Ebenfalls der Flugverkehr. Das heißt, wir haben zum einen mit teuren Logistikkosten zu kämpfen, dann aber auch noch mit lang anhaltenden Transportwegen und mit eingeschränkten Ressourcen. Alles in allem ein sehr unglücklicher Umstand, der wirken wird. Selbst dann, wenn ihr nicht direkt importiert, werdet ihr es merken, spätestens dann, wenn ihr bei euren Lieferanten vorordert. Das heißt, auch das Forecasting ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Insbesondere achtet darauf, eure Preise festzuzurren. Achtet darauf, dass ihr ja nicht in eine Preisabwärtsspirale auf der Verbraucherseite, in eine Aufwärtsspirale in der Einkaufsseite getrieben wird, die dann irgendwann relativ schnell kollidieren und euch zu einem negativen Ergebnis führen. Denn, und ich meine, das muss ich ganz deutlich sagen, jetzt gerade im Umfeld der ganzen Amazon D2C-Übernahmen sehe und höre ich verdammt viele Due Diligence, die ja herausfordernd sind, wo schlicht und ergreifend sich die 19er, 20er Stories einfach nicht weiterschreiben ließen, sondern wo wir von massiven Umsatzrückgängen, insbesondere aber auch von enormen Ertragsrückgängen sprechen, die ich zu sehen bekomme. Und ganz ehrlich, das wird euch zum Teil nicht anders gehen. Das bedeutet, nehmt die Zeit, die ihr habt und versucht, euch strategisch geschickter aufzustellen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der Schiffsstau in Shanghai, der ist da, der wirkt und der wird sehr übelst uns auch noch bis in den Dezember und aller Wahrscheinlichkeit nach bis ins nächste Jahr, so bis tief 2023 uns noch begleiten.
Amazon Pay hat eine schöne Anleitung gegeben, inwieweit ihr das, die Multi-Währungsmöglichkeit nutzen könnt und welche Vorteile sie euch gibt. Link zum Video und zum Bericht unterhalb des Videos. Klar, es macht natürlich Sinn, wenn ihr in eurem Shop häufig auch ausländische Kunden bedient, dass diese denn dann in ihrer eigenen Landeswährung die Preise angezeigt bekommen. Das ist schon großartig. Erhöht die Conversion, senkt die Abbruchrate, macht ganz, ganz viel Spaß, insbesondere auch die Abbruchrate nach dem Kauf, also im Prinzip die Retourenrate senkt es. 52% der Deutschen, so eine Umfrage, die eBay in Auftrag gegeben hat, wünschen und wollen gebrauchte Ware in Zukunft kaufen. Ja. Logisch, wir haben eine Preissteigerung, also eine Inflation, die erheblich ist. Wir sehen aber halt auch auf Händlerseite, dass wir unsere günstigen Preise nicht mehr halten können. Die Preise steigen, steigen, steigen ins Unermessliche. Wir haben auf der anderen Seite die Warenknappheit. Das beste Beispiel ist der Gebrauchtwagenmarkt oder der Automarkt. Die Neuwagenlieferzeiten, 1,5, 2 Jahre Abmarsch nach vorne. Auch ihr müsstet es merken, wenn ihr Leasing, Verträge neu abschließt, wenn ihr Flotten betreibt, habt ihr im Moment richtig Herausforderungen. Ich muss gehen, Entschuldigung. Habt ihr im Moment richtig Herausforderungen, tatsächlich an Wagen zu kommen? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bedeutet, der Gebrauchtwagenmarkt ist explodiert. Ich habe das jetzt an meinem eigenen Wagen gesehen. Mercedes S-Klasse. Ich hatte einen Unfall, Restwert angeschaut, hatte nachgeschaut. Morgen Christoph hatte nachgeschaut, wie teuer es denn sein könnte, wenn ich mir eine Alternative kaufe. Tatsächlich, ich fände den Wagen jetzt 2 Jahre. Ich habe null Wertverlust, im Gegenteil. Morgen Diana, ich habe null Wertverlust. Und das müsst ihr euch einmal vorstellen. Das bedeutet, ihr solltet, und das ist echt richtig wichtig, euer Retourengeschäft profitabel aufstellen. Das heißt, wenn ihr in der Lage seid, eure Retouren wirtschaftlich abzuwickeln, macht das extremst viel Sinn, was euer Deckungsbeitrag angeht und holt euch auch so ein bisschen aus der Deckungsbeitragsklemme raus, die kommen wird. Ja, und wenn ihr Expertise habt in Instandsetzung, in Retourenaufbereitung, bitte sehr, dann bedient euch der bekannten Quellen. Das auch tatsächlich als Geschäftsmodell neu zu entdecken und gegebenenfalls von Wettbewerbern Retourenware aufzukaufen, um sie selbst zu vermarkten. Ich meine, wir kennen das alle vom Amazon Warehouse Deal. Das funktioniert zwar, finde ich, oder das ist meine Erfahrung zumindest aus der Vergangenheit, waren die Qualitäten vom Warehouse Deal extremst schlecht. Aber nun gut, ihr könnt daraus lernen und ihr könnt es halt besser machen. Ja, es gibt einen Referentenentwurf und zwar möchte die Bundesregierung die Umwandlungsrichtlinie der EU umsetzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr im Ausland Firmen habt, einige von euch haben ein Limited in England, dann soll es doch zu einer Harmonisierung kommen, dass die Umwandlung in andere Firmen und in Umzug der Firmen in den deutschen Bereich einfacher wird. Den Link zum Referentenentwurf findet ihr unterhalb des Videos. Ja, jetzt kommt ein Rand. Gestern berichtete Golem und bezog sich hier auf einen Artikel von Blomberg darauf, dass Amazon in Europa morgen, Florian, keine Steuern bezahlt. Das ist eine Fake News und ich finde es peinlich für Golem, ich finde es peinlich für den Journalisten, dass er sich dieser Überschrift hingegeben hat. Es ist faktisch falsch, es ist auch von Blomberg falsch, das zu behaupten. Meine Güte, wie kurz gedacht und wie ahnungslos hier der Journalismus doch tatsächlich teilweise funktioniert. Amazon zahlt Milliarden an Steuern hier in Europa. Punkt aus Ende. Für jeden nachvollziehbar aus den sichersten Quellen, die es gibt. Schaut bitte sehr im Bundesanzeiger. Wie viele GmbHs hat Amazon hier in Deutschland angemeldet? Mehr als eine, mehr als zwei Hände voll. So, bitte sehr. Schaut schlicht und ergreifend rein, was hier an Steuern gezahlt wird. Dass dann das möglicherweise zur Konsequenz hat, dass die Muttergesellschaft die Dachgesellschaft in der EU keine Steuern zahlt, weil sie Verluste einfährt. Bitte sehr, ja, ist es in Ordnung. Nur trotz alledem, das macht die Aussage nicht richtiger, dass Amazon keine Steuern zahlt. Es ist nach wie vor falsch.
Und ich verstehe nicht, warum wir uns einem solchen fucking Populismus hingeben müssen. Haben wir das nötig? Hat Golem das nötig? Hat das der Journalist nötig? Oder findet er es einfach nur geil, weil Amazon cool klickt? Und solche Headlines einfach nur prima sind. Es ist falsch und es ist erstunken und erlogen. Und ich finde es schade, dass Amazon solche Headlines überhaupt zulässt. Und sie vermitteln einen falschen Eindruck. Sie vermitteln eine Notwendigkeit, etwas zu tun, wo einfach keine Notwendigkeit da ist. Amazon zahlt ordentlich Steuern. Ich werde immer mal die Mühe machen, mal die ein oder anderen Gesellschaften zu analysieren. Das ist einfach. Es ist einfach, schaut ein Bundesanzeiger, gebt einfach nochmal Amazon ein in die Suche und ihr seht zig Amazon-Firmen. Dann schaut ihr euch die Bilanzen an und ihr seht, hier wird fleißig, fleißig Steuern gezahlt. Milliarden in der Summe. Das ist falsch, was hier berichtet wird. Nun ja, das war dann der Rand und ich wünsche euch, morgen früh, hatte ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Wir sind durch mit den Morning News. Ich wünsche euch einen richtig großartigen Start in den Donnerstag. Ja, die Woche ist fast vorbei. Es war eine kurze Woche. Hab trotzdem alledem Reibach bis zum Abwinken und ich freue mich auf euch für morgen. Bis dann. Tschüss.